Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen heute wieder eine Challenge. Und zwar machen wir heute Challenge 17. Waka waka. Die wird stressig und ätzend. Und wird lange dauern. Ich habe nicht ins Spiel geklickt. So, jetzt läuft das Spiel auch, weil das pausiert dann immer. So, wir haben diesen tollen Magneten. Und wir machen so. Also, das ist so das, was wir so drauf haben. Die Challenge heißt Waka Waka, weil man mit den Gegnern Pac-Man spielen muss, so ein bisschen. Also am liebsten hat man hier in der Challenge Gegner, die einen verfolgen. Und wenn man die Taste ganz schnell drückt, kann man das halt auch normal schießen. Weil sie dann nicht so schweben. Und das ist bei manchen Gegnern halt wichtig. Und das müssen wir da auch machen. Aber wir haben halt den Magneten, das heißt, alle Items kommen auf uns zu. Das ist halt cool. Und bei verfolgenden Gegnern müssen wir halt Pac-Man spielen. Sowas hier. Bei denen hier zum Beispiel. So. Dann laufen die nämlich in die Tränen rein und dann ist das eigentlich ganz easy. So, aber hier bei sowas. Problem ist, dass wir halt auch die Gegner anziehen mit unseren Tränen. Also wir haben auch magnetische Tränen. Da müssen wir aufpassen. Okay, sehr cool. Dann gehen wir nochmal hier runter. Oh Gott, da hat man es gesehen, die waren extrem schnell und bei Pin werden wir ein extremes Problem kriegen, weil Pin wird davon sehr extrem beeinflusst und ist extrem schnell dadurch. Das heißt, wenn wir Pin kriegen, werden wir viel Spaß haben. Oh ja, so, noch ein Schlüssel, danke. Oh, Gluttony, Hallöchen, was soll das denn? Da, man sieht schon, der Boss wird hart davon beeinflusst, aber da Gluttony mich nicht verfolgt, muss ich sie so abschießen. Also das Bewegen ist nicht normal. Lad. Wir sind langsam, aber mehr Energie ist mehr Energie, ne? Geheimraum. Geld. Okay, Geld ist gut. Vielleicht sollten wir doch nochmal in den Shop gucken. Vielleicht sollten wir das tun. Eine Münze wäre cool. Schade. Eine Münze wäre cool. Schade. Dann nicht. Dann kaufe ich More Card Room halt nicht. So. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die Prinzessin-Mütze oder so. So, er verfolgt uns auch nicht. Er beschießt uns ja nur. Aber er wird auch davon beeinflusst. Also jeder Gegner wird damit immer irgendwie angezogen und das ist gar nicht mal so nett. Aua. Oh Gott. Weißt du, da kaufe ich mir extra ein Herz im Laden und dann verballer es hier bei dir. Lass mal dein Pferdchen verlieren. Damit der unangenehme Teil kommt. So. Ein Damage-Up wäre natürlich sehr geil. Damit jeder Gegner irgendwie ein One-Hit ist oder so. Oh Gott. Cube of Meat. Ist okay. Kann man sich ein bisschen schützen, ein bisschen angreifen. Ist ganz gut. Ich muss gleich niesen. Oh mein Gott. Nase nicht jucken. Bitte. Hör auf. Das wäre jetzt nicht so schön. Ich niese nicht so gerne in der Aufnahme. Das ist immer doof. komm her, Spinny. Bei dem können wir eigentlich Pac-Man spielen, aber oh Gott, da habe ich Glück gehabt. Das ist halt ein bisschen schwer. Hier bei denen kann man super Pac-Man spielen, weil die laufen da wirklich rein. Wenn man da so einen Haufen Tränen hat, ist das natürlich noch schöner. So, bevor da eine Spinne rauskommt, machen wir die mal weg. So. Eine Bombe oder zwei sogar. Da, da, da. Okay, Feuerchen. Das kann man halt schön kombinieren hier. Das ist dann halt gefühlt mit einem Schuss weg. Aber im Grunde sind es ja eigentlich immer noch 50 Schüsse, die man da reinknallt. Ah, nein, es ist noch auf. Oh nein. Ich war zu schnell. So. Oh, keiner ist in meine Tränen reingerannt. Oh Gott. Da man zieht die auch so ein bisschen automatisch hinter sich her eigentlich. Wenn sie einem nicht unbedingt folgen. Aber es ist halt stressfreier, wenn man das dann so macht, wenn sie einem nicht folgen. So.
Ich habe jetzt keine Lust, den Geheimraum zu suchen. Also den krassen. Ich möchte einfach nur den einfachen, glaube ich. Der ist nicht mal hier. Oh mein Gott. Aber wer das... Oh, der ist super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ihr seht, er rastet halt auch aus. Mit den ganzen Tränen. So. Zack, zack, zack hier. Komm, mach mal Ende hier. Und wenn wir damit noch magische Tränen hätten, also die Verfolgungstränen, das wäre eigentlich echt cool. Möchte ich das echt? Ich glaube schon. Ah, so ein Raum ist hier. Wenn das die 5 ist, was es wahrscheinlich nicht ist. Was aber lustig wäre. Warte mal. So. Oder oben was freigesprengt? Nee. Ist auch ein Shop, okay. Wie viele Spinnen sind denn hier? Ach du großer Gott. Explodier mal da hinten. Das wird's. Au, wo kommst du denn her? Wird sich sogar lohnen. Wie viele sind das? Au, es war klar, dass das passiert. Mistvieh. Aber. Wie viele hier sind? Auch wie viele Bomben hier sind. Also wie viele Steine hier sind. Ich guck gerade, ob hier irgendeiner mit dem Kreuz ist. Aber theoretisch, wenn ich. Warte mal. Wenn ich den in die Luft jage. Geht das gar nicht so weit, wie ich dachte. Okay. PhD, oh mein Gott. Das wäre so gut. PhD wäre so gut. Ah, ich dachte, da kommen vielleicht Spinnen raus. Ich warte mal auf den Raum hier. Okay. Geld nochmal. Aber nicht genug. Nein. Welch Schmach. Warte mal. Der Geheimraum können hier sein. Schlüssel. Na gut. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, nehmen wir auch Schlüssel. Geld wäre mir jetzt lieber gewesen. Zumindest für PhD. Wo kriege ich noch Geld her? Mit ganz viel Glück natürlich aus diesen Pötten. Warte mal, gab es da nicht eine bessere Position? Wo ich mehr Pötte erreiche mit einer Bombe? Ja, hier 3. Na gut, komm. Jawoll! Jawoll! Kaufe ich jetzt PhD oder das andere? Nee, das... Ja, PhD natürlich. Tiers ab. Sehr schön. PhD ist schon mal sehr gut. Wissen wir wenigstens, was die Pillen machen. Jetzt gehen wir zum Boss. So. Und hoffen, dass das nicht Pin wird. The Hound. Okay, das ist natürlich jetzt ätzend. Weil den ziehen wir so hinter uns her. Alter. Alter. Die rasten so aus. Da, und ihn machen wir am besten so. Da er rappelt. Ah, was da, das meine ich. Er rastet halt voll aus und zittert auch die ganze Zeit, weil er halt davon beeinflusst wird, von diesen Kacktränen. Da, und dann zieht man ihn so. Man muss sofort aufhören, sobald er schießt. Hör auf. Alter. Ja, am besten aufhören, wenn er schießt. Wie man den von der Wand wegzieht auch. Ist voll heftig. Macht der dann noch was? Eigentlich ist der dann sogar angenehmer. Ah, hör auf. Okay. Ah, ein gutes Item sogar. HP ab. Okay. Ich sag ja, die Challenge wird stressig. Aber wir haben Pin nicht bekommen. In den ersten beiden Ebenen, das ist schon mal schön. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch kommen kann. Okay, eine Kiste. Die ziehen wir uns sogar mal raus. Besser ist das. Tour of Hearts. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich habe leider keine Bombe. Ich lasse das mal. Oh Gott. Oh Gott. Da, wie die Gegner alle ausrasten, wie in den Kacktränen, ne? Das ist direkt der Bossraum.
Ich würde dir in der Challenge schon fast sagen, einfach direkt in den Bossraum. Aber man kann halt noch Stuff finden, ne? Das ist halt so eine Sache. So. Eine Bombe. Okay, warte mal. Ach, kein Scheiß. So. Die Pups-Schoki. Nee, danke. Toll. Hat sich voll gelohnt. Oh nein. Ja, die sind natürlich am gefährlichsten. Alter. Alter! Rastet doch nicht aus. Okay. Eine Pille! Tschüss ab. Kann ich dich irgendwie da rausziehen? Ah, hör auf. Kann man dich da rausglitschen? Das wäre so gut. Ey, was hat mich jetzt getroffen? Das Feuer? Ernsthaft? Kann man dich da rausglitschen? Komm zu mir. Komm zu mir. Oh. Warum gehe ich hier lang? Okay, er ist weg. Feuer! Das ist meine Armee aus Tränen. Oh mein Gott. Sterbt alle. Sterbt alle. Und jetzt oben. Dann nicht oben. Dann unten. Jetzt oben. Und jetzt unten. Oh mein Gott. Ich glaube, so ist einfacher. So. Ha. Ich glaube, in der Ebene hole ich nicht mehr viel. Ich glaube, in der Ebene werde ich nicht glücklich. Hallo, Herzchen. Kriege ich dich da raus? Nee, auch nicht. Geh mal hier rein. Einfach nur, um zu weinen, um zu sehen, was wir nicht kaufen können. Okay, wir gehen zum Boss. Hat ja keinen Mehrwert hier. Ich habe gerade die Monster-Animation übersprungen. Ich habe mich jetzt gerade voll erschrocken. Alter. Alter. Er wird gar nicht davon beeinflusst. Das gefällt mir. Er bleibt da einfach straight stehen. Oh Gott, was? Er hat sein eigenes Monster. Oh Gott. Eigenes Monster getötet. So. Tschüss. So. Komm mal her. So. Ich will nicht in die Luke fallen. Speed and Range up. Miau. Okay. Ich will einfach die Challenge schaffen. Ich will einfach die coolen Items kriegen, die ich durch diese Challenges kriege. Das sind so zwei Items, auf die habe ich echt Bock. Deswegen hole ich mir die jetzt. Oh, warte mal. Der Grüne muss mal. Nein, der Grüne muss mal. Hier hoch. Hier. Hier hin. Nein. Da auch nicht. Hier. Nein. Auf den blauen. Mach mal auf den blauen hier. Hier hin. Nein. Genau, schieß nach rechts. Nach rechts. Ja. Nein. Mach jetzt. Hier hin. Ja, es hat gereicht. Dankeschön. Oh, und dann kommt da so eine blaue Kiste raus. Eine gelbe Kiste. Aber ist Geld drin. Okay. Blaue Kiste. Wie komme ich denn da drauf? Oh Gott. Warte. Hier können wir gut Pac-Man spielen. Wie die sich davon gar nicht beeindrucken lassen. So, man kann die Tränenrichtung auch nicht ändern. Also in die Richtung, die man gezielt hat, in die fliegen die dann auch. Ekelhaft. Oh Gott. Oh Gott, 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 Hilfe. Hilfe. In a range up. Tears up. Sehr schön. So, sehr gut, dankeschön. Alles weg hier, bitte. Was ein explosiver Raum. Hatte ich auch noch nicht. Oh Gott. Kann der Rote mal sterben? Danke. Hilfe! Alter. Okay, das ist auf jeden Fall kein Geheimraum. Hoffe ich. Ah, Bombe und Schlüssel. Das ist gut. Oh nein. Pac-Man, Pac-Man. Na, 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 na. Rennt in meine Tränen rein. Und tschüss. Komm schon.
Wenn die so rumwackeln und nicht mehr wissen, wo sie sind, dann sind die, glaube ich, extrem ungefährlich, weil die dann nichts mehr machen. Weil dann ist hier der Geheimraum. Der Raum ist so sinnlos, dann muss hier der Geheimraum sein. Sag ich doch. So. Zack. Zack. Okay, raus hier. Din, 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 din. Wo ist der Boss? Oh nein. Oh nein. Da hab ich echt, da hab ich immer echt Angst, dass die mich alle erwischen. Attacke. So. Bombe. Dankeschön. Ach komm. Die werfen die irgendwie so, dass man da trotzdem reinrennt. Die können das voll gut, ey. Doofe Gegner. Oh nein. Nicht ihr schon wieder. Ihr haltet doch so viel aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das Tears Up auch... Ich meine, ich kann schon schnell schießen, aber ich mash auch gerade die Tasten wie blöde. So ist schneller. So schnell kann ich gar nicht drücken. Ich glaube, das geht auch gar nicht, wenn man drückt von der Tears Up-Rate. Oh Gott, der kommt ja auf mich zu, stimmt. So. So, aber die Kacke geht schnell kaputt. Das ist das Wichtigste. Man braucht sich nicht um die Items kümmern, die kommen schon von alleine. So, und das Geld kommt hier auch aus den Stacheln raus. Ach komm schon, ehrlich. So, sehr gut. Oh, ist gekauft. More Options. So, jetzt bräuchte ich noch 5 Münzen für diese blaue Herze. Das wäre ganz cool. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Warum habe ich ein Herz verloren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ey, hör auf. So. Aha. Ein, aus. Ihr müsst weg, ihr seid die Einzigen, die schießen. Okay, einer ist weg. Da hinten trifft er mich nicht mehr. Okay, jetzt so doch die Nervigen hier. Na, kommt in meine Tränen. So. Geheimraum können wir suchen. Der kann hier nicht sein. Kann nur da sein. Oh, geil. Pheromone. Tears Up. Was ist das? Paralysis. Pheromone. Okay. Ganz viele Pheromone. Okay. Die nutzen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja einen Boss, bei dem es sich lohnt. So, Hollow, ja. Ah, nein. Und ich renne voll in ihn rein. Ja, die essen sich nämlich jetzt teilweise selbst oder haben sich teilweise selbst gegessen. Sehr schön. Und man kann sie von ihrem Kurs abbringen. Das ist gar nicht mal so geil. Oh Gott. So, Gott. Dankeschön. So, den Key oder Range Up? Ich glaube, ich nehme den Key. Luck Up. Und 2 Schlüssel. Und ein blaues Herz. Ja. Luck Up ist hier immer so eine Sache. Luck Up ist, glaube ich, der schwerste aufzuwertende Wert, den es hier gibt. Okay, Devs 1. Ich weiß gar nicht, wie tief ich muss mit der Challenge. Muss hier auf jeden Fall mal kurz aufpassen, dass die mich nicht treffen. So, Glück gehabt. So. Ah, nein. Ah, oh, manche Gegner sind so schnell. Das ist so eklig. Ah, nein. Aber die kann man damit ärgern, stimmt. Die sind super. Die rennen nämlich in alle Tränen rein und kriegen trotzdem Schaden. So. Ein Space-Item wäre... Oh, geil! Das ist auch schön. Jetzt habe ich fettere Tränen. Richtig gut. Hallo? Ich treffe dich doch. So. Gucken wir mal, ob da was drin ist. Nein? Okay. Alter. Alter, 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 Alter. Oh, das war gemein. Das ist doch gemein. Oh, nein. Oh, Gott. Hilfe.
Ah, toll. Es liegen hier schon zwei Batterien rum. Zack. Und ein Shop wieder. Wahrscheinlich mit einem Boss drin, deswegen gehen wir mal rein. Nein. Okay. Du hast mich enttäuscht, Spiel. Ah, oh, und nie geben die irgendwie Steam-Sales oder Geld. Voll geizig. Okay. Geld? Geld ist gut. So. Ey, Kiste, bleib da stehen. Trollbombe! Oh Mann. Kommt zu mir, meine Gegner. Kommt zu mir. Kommt in den Tod. Na, komm her. So. Ist dir was gefallen? Nein. Ah, nein, scheiße. Ich hab vergessen, dass da die Kacke rauskommt. Mit Kacke meine ich diesen Gegner. Genau den. So. Ah nein, das ist gemein. Die Masken haben ihn geschützt. So. Kriege ich dich trotzdem? Nee, das ist immer gemein. Okay, Pac-Man. Sehr gut. Ja, können wir auch Pac-Man spielen. Können sie nichts gegen tun. So. The Hanged Man. Ach, guck mal. Warte mal. Könnten wir uns jetzt den Schlüssel holen? Aber den brauchen wir gerade nicht. Naja, für die Bombe verbrauche ich das auch mal nicht. Okay. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ich glaube ja nicht. Nein. Ey, komm her. Nicht gelohnt, okay. Hätte sich ja lohnen können für das halbe Herz, aber nein. Sehr schön. Ah, nein, 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 nein. Okay, gut. Zack. Geheimraum? Maybe? Geld, okay. Im Feuer was drin? Geld vielleicht? Nein, okay. Wo ist denn dann? Dann kann da oben in 1000 Plätzen der andere Geheimraum sein. Hier nicht. Hier? Nein. Er kann hier sein. Gut. Jawohl. Puberty, Puberty. Full Health. Pheromone, ich nehme die Full... Ne, ist eine Lack-Up. Ich dachte gerade, das wäre auch eine Full Health, aber wir nehmen die Pheromone dann mit. Pheromone. So. Das ist Raw. Und Raw weiß nicht mehr, was abgeht. Weil wir ihn hier von der Bahn abbringen. Kann der mal aufhören? Ich ziehe ihn hier ständig von der Bahn weg. Alter, okay. Jetzt machen wir Pac-Man mit ihm. Das ist so krass. So. Warum platzen die Steine manchmal? Besseren Meatball oder HP ab? Besseren Meatball. Ja doch, Meatball. Ist ja ein Ball. So. Dann schießen wir noch ein bisschen mit. Okay. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir noch einen kompletten. Ich glaube nicht. Aber jetzt kommt ja Mami. Ich weiß nicht, ob die Challenge dann vorbei ist. Din, 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 din. Das ist ein guter Automat. Fischkopf, okay, kann man mitnehmen. The Sun ist gut. The Tower ist gut. Wir nehmen den Fischkopf mit. Machen The Tower. Und haben zwei Automaten damit erwischt. Sehr gut. Gefällt mir. Den machen wir auch noch. Gegen die Karte. Ja, obwohl... Na, ich nehme den Fisch mit. So, was haben wir hier drin? Mums Toenail. Das ist mir zu gefährlich. Okay, das war knapp. Okay, Glück gehabt. Schlüssel. Ich meine, ich beschwere mich nicht darüber. Der Bossraum ist da oben. Möchte ich... Oh Gott, stimmt. Die kommen ja auch direkt... Oh Gott.
Den kann man auch Pac-Man machen, aber ist gar nicht so angenehm. Oh, geil. Den lassen wir mal stehen. Vielleicht kriegen wir noch Geld. So. Blaue Steine wären noch nice. Ah, der Krähenfuß. Dann kommt die Krähe manchmal. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, die kommt sogar je nach Raum zufällig. Gar nicht mal, wenn wir getroffen werden. Die kommt, die hat eine Raumchance, glaube ich. Das ist natürlich sehr geil. Alter. Alter. Einfach laufen. Das passt schon. Da seht ihr, wie die Gegner auch den Linien folgen manchmal. Okay. Okay, warte. Bisschen warten und jetzt. Muss ja auch ein bisschen aufpassen, ne? So. Eine Münze nur gekriegt bisher. Mom's Tony will ich nicht haben. Okay. Oh Gott, das wird. Nein. Ich laufe immer in diese Sackgasse rein fast. Richtig mies eigentlich. So eine Trollbombe. Ah, zu viel Schaden. Oh mein Gott. Okay, da kam die Krähe. Okay, sie kommt doch, wenn man getroffen wird anscheinend. Kein Greed? Was ist denn da los? Hm. Greed kam echt selten. Oh nein. Treffen die mich noch? Okay, Geld verlieren die. Und ein blaues Herz, jawoll. Oh Gott. Alter, lass mich in Ruhe. So. Warte mal. Kann ja sein. Ach, da ist ein Stein. Okay, dann weiß ich, wo der Geheimraum ist, weil wenn der da nicht ist, dann ist der hier. Was mir nicht so passt. Ach, war klar. Hä? Dieser Raum ist so sinnlos. Nochmal. So. Wo ist der denn dann? Hier kann er nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ist hier nur ein Herz? Ja, okay. Ich werde jetzt nicht nach diesem Geheimraum suchen. Das ist mir zu blöd. Wir gehen einfach weiter. Auf zu Mami. Ich hoffe, Mami beeinflusse ich mit dem Scheiß nicht. Aber die anderen Gegner, die sie spawnt, beeinflusse ich damit. Das ist natürlich eklig. Können wir Eves Vogel kriegen, bitte? Das wäre cool. Aua. Alter. Ich mache gut Schaden. Die Mami zittert, weil wir sie die ganze Zeit anziehen. Aber es nicht funktioniert bei ihr. Weil sie halt in der Wand drin ist. Alter. Da ist der Krähe. Das ist die Krähe. Okay, sehr gut. Immer schön draufhalten. Na, nimmst du. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jawohl. Und wir haben Death's Touch. Jawohl, die Sensen. Und wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac Rebirth. Es läuft ja doch ein bisschen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.